Ministerpräsident, Sie besuchen heute hier die Buchmesse in Leipzig. Welche Impulse setzt die Messe für die Entwicklung in Mitteldeutschland? Die Buchmesse ist eine Messe, die internationale Ausstrahlung hat. Seit vielen Jahrzehnten, auch über die Wende hinweg, ist sie eine der wichtigsten Präsentationen für Neuerscheinungen. 100.000 Bücher sind hier wieder zusammengekommen, 20.000 Neuerscheinungen. Ich glaube, neben Frankfurt ist das in Mitteleuropa die wichtigste Ausstellung, die auf diesem Gebiet existiert. Wie präsentiert sich Sachsen-Anhalt auf der Buchmesse? Sachsen-Anhalt ist gut vertreten. Wir haben eine ganze Reihe von Verlagen hier, die mit Nischenprodukten, aber auch mit sehr, sehr speziellen Angeboten im Bereich Tourismus, aber auch der Belletristik hier präsent sind, auch im Bereich der Religion und der Spiritualität. Darüber hinaus freue ich mich, dass die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als auch weitere Institutionen hier präsent sind, sodass ich sagen kann, es ist nicht nur ein mitteldeutsches, allgemeines Geschehen, sondern hier ist auch Sachsen-Anhalt voll wiederzufinden. Welche persönlichen Eindrücke nehmen Sie von der Buchmesse mit? Ich bin wieder völlig fasziniert von der großen Resonanz. Es wird wieder einen Besucherrekord geben. Auf der anderen Seite war für mich sehr, sehr erhellend, dass es keine Konkurrenz zwischen dem etablierten, gedruckten Buch auf Papier gibt und dem E-Book, sondern dass sich beide Medien ergänzen. Das heißt, elektronische Medien ergänzen nicht nur den klassischen Buchmarkt, sie bedingen sogar einander. Und das macht mich eigentlich hoffnungsvoll für die Zukunft, dass wir weiterhin hervorragende Buchmessen erwarten können. Und ich kann nur sagen, wer es dieses Jahr nicht geschafft hat, zur Buchmesse zu kommen, muss es auf jeden Fall im nächsten Jahr versuchen. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns hier wiedersehen würden.